schläfst mit einer Frau aus deiner Konzertagentur. Ah, der Hund soll jetzt auch noch Untreue riechen können. Also doch! So ein Quatsch, sehe ich so aus. Ich wollte gerade mit dir. Zieh mir mal was an, das sieht doch albern aus. Hä? Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast mit mir im Studio, die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Hallo. Schauen schon alle mit den Hufen hier, dass es endlich losgehen soll. Aufgrund technischen Problemen auf meiner Seite vom Erik hat sich's leicht verschoben, aber wir kommen schon irgendwie in die Spur jetzt. In der Sneak Preview sind wir auch gewesen, diesmal sogar mit mir in der Sneak. Wir hatten den Film Wuff. Ich glaube, das lasse ich auf dem Soundboard. Ich habe auch noch einen anderen Hund. Ihr könnt es nicht hören, aber das ist sogar ein Stereo hier. Also, liebe Hörer, ihr könnt es auch nicht hören, weil ja, die Sendung publishen wir immer in Mono wegen Datenvolumen und so. Naja, wir hatten den Film also Wuff und dann haben wir noch ein paar andere. Ich guck mal, ja, ihr habt noch ein paar andere. Wir reden über einen neuen Trailer. Neuen J.J. Abrams Film, der am Horizont ist und jetzt hat jemand noch seinen richtigen Hund bellen lassen, oder? Ja, ich kann das auch richtig. Okay, fangen wir aber erstmal an mit Wuff. Wuff ist eine deutsche Ensemble-Romantik-Komödie, würde ich es mal kategorisieren, von Detlef Buck, der ja im deutschen Kino durchaus zu Hause ist. Und Ensemble-Komödien zeichnen sich ja dadurch aus, dass irgendwie sehr, sehr viele bekannte Darsteller irgendwie mitspielen. So ein bisschen so eine Art Hauptrolle in diesem ganzen Ensemble hat Frederik Lau. Kostja Ullmann hat auch noch eine sehr prägnante Rolle und Emily Cox. Wer ist denn da noch mit dabei? Maite Kelly. Ja, Maite Kelly. Milan Peschel hat eine kleine Rolle, den kennen wir noch. Katharina Thalbach hat auch eine kleine Rolle. Detlef Buck spielt sich natürlich wieder selber. Und in diesem Film, wenn man das Poster sieht, wenn man den Trailer gesehen hat, es ist ein Hundefilm und es spielen sehr viele Hunde mit und die eine Geschichte, so Ensemble-Komödien haben ja meistens so mehrere parallele Geschichten, die dann irgendwie sich mal überlappen und wieder auseinandergehen oder wieder zusammenkommen. Die eine Geschichte handelt von Frederik Lau, der so eine ältere Frau so ein bisschen so betreut, die immer mal mit ihrem Rollator auf dem Tempelhofer Feld, die er da trifft. Und er war wohl früher mal ein angesagter Fußballspieler und ist dann in ganz anderen Regionen geschwebt. Und mittlerweile durch eine Verletzung ist er da raus aus diesem ganzen Fußballzirkus und hängt da so ein bisschen so rum und wird immer mal von der Katharina Thalbach aufgegriffen, die da mit ihrem Rollator oder lang fährt. Und sie hat einen Hund und eines Tages muss sie mal ins Krankenhaus und da soll er sich um ihren Hund kümmern. Und er hat damit noch nicht so viel am Hut gehabt bisher, sich um irgendwie so ein Tier zu kümmern und wächst dann so ein bisschen seine Verantwortung rein, wenn man es mal so sagen kann. Dann während er mit seinem Hund so unterwegs ist, kommt ihm dann irgendwann die Idee oder er kriegt so einen Flyer in die Hand von so einer Hundepension und erfährt, wie viel Geld die für die Hundebetreuung nehmen, was ja doch nicht gerade ohne ist. Also wir haben ja auch einen Hund und wenn wir mal in Urlaub fahren, das ist schon ein beträchtlicher Posten, den man damit einkalkulieren muss. Da ist teilweise manchmal die Hundebetreuung teurer wie der Urlaub oder so. Und ja, das ist halt schon, und er will dann damit Geld machen. Er holt sich dann halt jede Menge Hunde, lässt sein Auto umbauen und in seiner so loftartigen Wohnung, würde ich es mal nennen, sind dann die Hunde alle plötzlich frei und er verdient da ein bisschen Geld damit. Ist natürlich zum Schaden von dieser Frau, die eigentlich da diese Hundepension in dem Viertel betreibt und mit der freundet er sich auch so ein bisschen an, glaube ich. Die andere Hauptgeschichte in diesem ganzen Ensemble ist von der jungen Dame, wie heißt sie? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Kate, weißt du, wie die hieß? Meinst du die Rolle oder die Schauspielerin? Ja, sowohl als auch würde mir weiterhelfen, dass ich es irgendwie benennen kann. Aber du weißt beides nicht, oder? Ella. Also, Ella, okay. Ella, Emily Cox. Okay. Genau. Ella. Die,
die arbeitet in so einem, in so einer, bei einer, so einer Zeitung, so, würde ich mal sagen, so, so sternmäßig oder irgendwie so ein, also eine große illustrierte Zeitung, die immer mal so Stories bringen. Und da wird ein, ja, eine Beförderung vergeben und die geht aber an ihren Freund, weiß nicht, Lebensgefährten, sowas in der Art, irgendwie so. Und der lässt sie dann immer ganz schön auflaufen, weil sie soll sich dann halt, ja, sie soll dann halt eher so nach zu Hause bleiben und wird so ein bisschen degradiert auch sogar fast durch diese ganze Geschichte. Und dann muss sie auch noch erfahren, dass er wohl was anderes am Laufen hat. Und sie kommt dann irgendwann dazu, dass sie ganz, ganz am Boden ist. Da kommt die Szene aus dem Trailer, wo sie ins Tierheim geht und sagt, geben Sie mir mal den traurigsten Hund, den Sie haben, den irgendwie gar keiner haben will. Und dann nimmt sie den mit und sie lernt dann auch durch diesen Hund auch jemanden kennen, nämlich diesen Kostja Ullmann, der ja Förster ist und ja, sie soll auch eine Geschichte über den Wald schreiben für das Magazin. Also kommt dann halt alles so zusammen, die Geschichte, die meandert so ein bisschen vor sich hin. Man sieht immer mal Hunde, was für Hundefans ja ganz nett ist. Man sieht die relativ belanglosen Geschichten, die da gezeigt werden. Also wenn der Film jetzt irgendwie so im Mai gestartet wäre, hätte ich gesagt, ja, das ist eine nette Sommerkomödie, so für diese ganzen Open-Air-Kinos oder so. Aber jetzt so, weiß nicht, so im September, na gut, kann man vielleicht auch ein bisschen was Leichtes und gute Laune gebrauchen, aber sonst eher schwierig, oder? Was denkt ihr? Ich fand es furchtbar, ehrlich gesagt. Also ich fand die Hunde ganz toll und ich finde, ein Film, der Wuff heißt, soll da auch viel mehr Hunde-Stories haben. Also im Endeffekt ging es ja wirklich eigentlich hauptsächlich um die Besitzer und wie die mit ihren Tieren leben und ja. Ne? Also da gab die Hunde waren, oder die Tiere, gibt ja auch eine Katzenlady dabei, die waren irgendwie so zweitrangig. Ne? Also die waren, der Film heißt Wuff und um die Hunde geht es gar nicht. Es geht um die Menschen, um denen ihr Leben und wie halt die mit ihrem Hund leben. Aber ich stell mir bei einem Film, der so heißt, einfach eher sowas, ja, irgendwie sowas vor, wo einfach die Tiere im Vordergrund stehen. Ne? Denen ihre Geschichten. Ne? Warum ist der eine denn immer im Tierheim? Warum ist der immer wieder, oder warum rennt der immer wieder weg? Ja? Oder der große Berner Sennenhund, ja? Warum, wie kam der in diese Familie, ausgerechnet in diese Familie? Aber nein, wir haben hier die Geschichte von langweiligen Leuten, die, wie du schon gesagt hast, so Belanglosigkeiten haben in ihrem Leben und jetzt halt irgendwie ein Haustier haben. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Die besten Szenen hatten die Hunde, wenn sie da irgendwie Ball gespielt haben, das fand ich total süß. Ja, aber ansonsten fand ich den Film ja weniger als durchschnittlich gut. Ist mir gerade was eingefallen, wo du das mit dem Berner Sennenhund, ist mir eingefallen, die habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Die ist natürlich nicht belanglos, die Geschichte eigentlich. aber die habe ich ganz vergessen, gerade in meiner Zusammenfassung. Also, na gut. Aber die wird ja auch am wenigsten erzählt. Ja? Das fand ich noch die interessanteste Geschichte von allen. Die mit dem Berner Senne und dem Kind und dem Ehemann und die Probleme der Eltern. Das fand ich noch am interessantesten von allem. Aber nein, das ist ja noch nur eine Side-Geschichte. Ja, die Hauptgeschichte ist die Tante mit ihrem Wald und dem Hund und der Frederik Lau. That's it. Und da wird nicht mal in die Tiefe gegangen irgendwie. Gerade die Geschichte mit dem Berner Sennenhund. Die hätte ich viel gern, wenn dann mehr detailliert gehabt. Und mit einer anderen Mutter. Bitte, ich hab die Mutter ganz rückbar. Ach, hier, die, ja. Ich fand diese Geschichte mit dem Berner Sennhund, da die Schauspieler, mit denen konnte ich nichts anfangen. Das war so gekünstelt, irgendwie so theatralisch, so irgendwie. Ach ja, was, übrigens, der Film, ich hab so ein Verzeichnis, da ziehe ich mir die ganzen E-Mails rein, die so von den Filmverleihern immer kommen. Und der Film hatte ursprünglich mal, als der angefangen wurde, hatte der den Titel Alles Wuff, Ausrufezeichen. Ja.
Ja, Chris, du leidest immer noch von dem Film, oder? Versuchst du, also Hundegeräusche nachzuahmen? Das kann er besser. Ich fand, der Film hat ganz nett angefangen, hat allerdings massiv zu viele kleine Geschichten erzählt, die, ja, ich bis jetzt noch nicht so alle ganz durchschaut habe, wo die auch hinführen sollen. Siehe die Geschichte mit dem Hund Streuner, das habe ich bis jetzt noch nicht kapiert, was das überhaupt sollte. Wobei ich mich da gefragt habe, ist das vielleicht der Hund von Detlef Buck, vom Regisseur und auch dem Typ aus dem Hundetierheim, hat er vielleicht seinen Hund auch noch irgendwie reinbringen müssen, weil er das ganz arg toll fand oder was. Und wie gesagt, ist so vieles, was so für mich überhaupt nicht so zusammengepasst hat. Also es waren, ich muss sagen, eigentlich ganz coole Schauspieler dabei. Also Emily Cox fand ich ganz cool. Kostja Ullmann ist eigentlich auch ganz cool. Frederik Lau ist super. Das hat vorne und hinten für mich so überhaupt nicht irgendwie zusammengepasst. Und dann hier wieder die Geschichte und irgendwie passt es dann alle zusammen, weil alle Hundefreunde hocken zusammen bei Malte Kelly mit ihren Katzen und ihrem Katzentick und dann dieser komische Professor Doktor Schlag mich tot. Also der Film wollte vielleicht süß sein wegen den Hunden. Das hat so lala funktioniert. Dann hätte ich vielleicht aber auch andere Hunde gewählt. Er wollte vielleicht lustig sein, was überhaupt nicht funktioniert hat. Er wollte vielleicht zum Nachdenken anregen, was auch nicht so wirklich funktioniert hat. Deswegen tue ich mir extrem schwer. Also zumindest bei mir hat überhaupt nichts funktioniert. Tja. Also Detlef Buck-Filme haben ja immer so ein bisschen so eine eigene Stimmung und eine eigene Art, wie sie gedreht sind. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, wann er Regie geführt hat, der Detlef Buck. Es war Asphalt-Gorillas zuletzt. Und dann ganz viel Bibi und Tina. Ja. Aber er hat auch zum Beispiel Rubbel die Katz gemacht oder Männerpension oder sowas oder Knall. Ja, richtig. Da hat er immer so eine ganz eigene Stimmung. Also wenn da jetzt nicht dagestanden hättest von Detlef Buck, ist, wenn du nicht erkannt hättest im Film, hättest du schon irgendwie gemerkt, dass von der Art her, wie es gemacht ist. Ist halt immer so ein bisschen untypisch, also nicht ganz so geradlinig. Ich denke mal, er hat sich hier ein bisschen verzettelt mit diesen vielen, vielen Geschichten. Da, wenn das jetzt, ich denke mal zum Beispiel, kennt ihr den Film mit David Duchovny, irgendwie Return to Me hieß der? Ist auch so ein Hundefilm aus Amerika halt, ne? Da ist halt eine Geschichte, die erzählt wird. Also ein Mann, ein Hund und was da halt noch so mit dranhängt. Hier werden halt unheimlich viele Geschichten aufgemacht und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, am Schluss, ich sag mal so, ist nicht so, dass jetzt alle Geschichten nun auf einen einzigen Punkt zulaufen, wie es häufig bei irgendwelchen Ensemble-Filmen ist, dass dann am Schluss einen riesen Knall gibt und alle hängen irgendwie zusammen. Das ist hier halt nicht in dem Film. Das heißt, man hätte auch durchaus manche Seitenlinien einfach weglassen können. Ja, also das hätte es nicht gebraucht. Man hätte aus der Linie mit der jungen Frau, die da ihre Beziehungsprobleme hat und da im Wald den Förster kennenlernt, der Frederik-Lau-Geschichte, die ja sehr lustig ist, das hätte ja an sich ja schon fast gereicht, ja. Wo ist die Geschichte mit Frederik Lau sehr lustig? Das musst du mir jetzt kurz erklären. Das ist schon ganz lustig, wie er dann das Hundemobil umbauen lässt. Das ist sehr, sehr lustig. Ist zwar geklaut von Dumm und Dümmer. Oder was? Ja. Ja, aber dann. Sehr lustig, wie er da hinkommt. Ich mag dem seine schnottrige Ader irgendwie und wie er dann mit dem Hund und ja, so. Ja, richtig. Schauspielerisch top, aber die Geschichte fand ich halt. Also für mich, ich fand das einfach auch nicht lustig. Muss ich dir echt widersprechen. Ja, aber das ist so genau die gleiche Geschichte mit der Tante und ihrem Wald und dem Förster. Entschuldigung, die treffen sich zweimal, landen in der Kiste. Achtung, Spoiler. Und sie sagt dann: Ach, ich will aber auf jeden Fall Kinder. Wer macht denn sowas? Das ist total unrealistisch. Das hat sie nicht gesagt. Er hat gesagt, er kann keine Kinder kriegen. Dann hat sie sie auf das Thema gekommen sind, dass sie Kinder will. Entschuldigung, die war nach einer Nacht im Wald, war die hemmungslos in ihn verliebt. Ja, so geht's die manchmal. Die hätte wahrscheinlich direkt gesagt, ich liebe dich. Ja? Ich fand das mega anstrengend. Das war fast schon so 16-jähriger Teenie-Scheiß. Was ich an sich nicht ganz verstanden habe, wo das jetzt so ganz so ein bisschen eingeordnet ist, rein örtlich gesehen, weil der Wald, der sah irgendwie nicht aus wie in der Nähe von Berlin, aber dann war immer mal viel Berlin oder so. Deswegen
war mir dann noch nicht klar, ob das jetzt alles irgendwie zusammenhängt und weil der Wald sah eher aus wie irgendwo in Bayern und da waren auch manchmal so Kennzeichen mit Münchner Kennzeichen oder so. War irgendwie alles etwas komisch. Ja, also ich, ja, als Sommerkomödie oder nicht mal Komödie, aber als Sommerfilmchen mit Hunden wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber ich fand auch die Hunde, die waren an sich cool. Also wer Hunde mag, ja, die hatten auch jeweils immer so ihren Auftritt, aber irgendwann hat sich das echt abgenutzt. Du wusstest dann, wie die einzelnen Hunde so ticken und dann haben sie die auch nur noch so als Staffage, als Dekorationsgegenstand in den Szenen gehabt. Und die haben eigentlich gar nichts mehr großartig dann ja, gemacht, wo du gesagt hättest, ja, das ist jetzt cool für Hundebesitzer. Ja, das war schon richtig, was du sagst, Kate, und heißt Wuff und dann ist gar nicht so viel mit Hunden. Ja. Naja, aber so richtig ganz, ganz furchtbar war es an sich aber auch nicht. Da hat man schon schlimmere Sneaks, ne? Ja, das schon. Aber trotzdem, wenn ich einen Film habe, der heißt Wuff, dann denke ich an Filme wie Mein Partner mit der kalten Schnauze oder Marley und ich oder ein Hund namens Beethoven. 101 der Martina, wo wirklich das Tier oder der Hund im Vordergrund steht, dann darf ich den Hund nicht Wuff nennen, den Film nicht Wuff nennen, Entschuldigung. So, er sieht es genauso. Genau. Ja, das ist ja echt nicht schlecht, ja. Ist auch besser als Mario Gomez, der singt hier. Hani, Gentner. Ja, was geben wir dem Film jetzt so für eine Wertung? Oh, ihr seht ja, ich gucke nochmal rein, was ich im ersten Eindruck gegeben habe, weil jetzt mit ein bisschen drüber nachdenken und wenn man über den Film auf Arbeit erzählt und man tut sich echt schwer, den zusammenzufassen und oder dem irgendjemand zu empfehlen, diesen Film, dann weiß man schon, naja, ach, ich gucke jetzt gerade auf der falschen Seite hier, Metropolsneak, hier muss ich doch nicht in den Kinocast. Was habe ich ihm gegeben? Ich habe 6 Punkte gegeben, ja, ich bleibe mal dabei, so. Hat jetzt nicht so viel. Ja, da bin ich am besten von euch allen, okay. Sehe ich gerade. Wollt ihr es selber nennen, was hier? Nein. Ich habe schon gesagt. Chris möchte nicht, dass er 4 Punkte gegeben hat. Doch, 4 Punkte, weil eigentlich wollte ich ihm 3 geben, aber weil ich Emily Cox süß fand, deswegen hat er 4 bekommen. So anstrengend. Die tut sich bestimmt auch schwer, wenn sie mal nach Hollywood geht mit ihrem Namen, oder? Die geht nicht mehr nach Hollywood. Naja, obwohl es gibt auch einen Brian Cox. Ja. Naja, wie sieht es denn aus mit den Hinweisen für morgen eigentlich? Für morgen, für die nächste Sneak. Für die nächste Sneak. Das wäre dann die Nummer, oh, schlag mich tot. 968. Genau, 968. Der Tipp ist relativ einfach, der heißt nämlich nur Ernie. Es gibt Ernie. Genau einen Tipp. Wurde genau ein Tipp abgegeben und der hieß Happy Time Murders. Ach, das war ich noch, ich schätze, es gibt einen Film namens Bert und der spielt in einer einzigen Straße. Das ist aber kein echter Tipp. Das war doch der Star Wars getippt hat in der letzten Woche, der Typ, oder? Ja. Happy Time Murders. Ja, das ist doch der mit diesen Muppets oder mit diesen Figuren da. Ja, glaube ich aber nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ein anderes Gefühl, weiß nicht. Na, lassen wir uns mal überraschen, was dann morgen so der kommt. Erik hat auch keinen Tipp, da bin ich ja echt. Nee, ich hab irgendwie nichts geschafft. Ich habe auch keinen Film geguckt irgendwie zu Hause. Ich habe irgendwie die Woche nichts geschafft. War zu viel los, zu viel Störfeuer. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt tippen soll mit Ernie. Meistens habe ich dann schon in der Sneak, wenn der Tipp fällt, habe ich dann irgendwie schon eine Idee, aber jetzt habe ich da irgendwie gar nichts. Ich lasse mich dann mal richtig überraschen. Ich gucke mal nichts. Aber ihr habt ein paar Filme geschaut. Gesehene Filme sehe ich hier. Ja. So, dann. Der Chris fängt an. Chris fängt an. Ach, Unlocked, ist das nicht der, den ich auch mal vorgestellt hatte? Unlocked, genau, den habe ich gesehen aufgrund deiner Empfehlung. Ganz kurz nochmal, der spielt, wo spielt er? Ich habe keine Ahnung mehr, aber er spielt mit Rumi Rappers, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, spielen alle mit. Geht, oh Gott, jetzt muss ich wieder überlegen, worum geht's? Die eine ist irgendwie abtrünnig geworden und dann haben sie die raus und dann soll sie wieder rein. Genau, also ja, und du fandst den ja wohl ganz gut, wenn ich den in Erinnerung habe. Habe ich jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, eher so durchschnittlich, warte, ich guck mal. Unlocked habe ich 2, 4, 4,5.
von 10, wenn du das als gut bezeichnest. Okay, 4,5 von 10, okay, ja. Ja, ich habe ihn dann aufgerundet auf 5, weil ja. So gut war er dann wirklich echt nicht. Also ich fand, der hat so extrem viele Schwächen im Schauspiel. Also Orlando Bloom fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Für mich war es unstimmig, von vorne bis hinten. Also wirklich, die Geschichte wirkte sehr, sehr aufgesetzt alles, dieses Ganze drumherum auch. Und ich fand jetzt nicht, dass Noomi Rapace den Film hat gut tragen können, weil ich habe es ihr irgendwie nicht abgekauft. Ja, unglaubwürdig, Rolle. Ne? Ja. Dass sie dann plötzlich so zur Fighterin wird und ach nee. Ja, genau. Und deswegen, also ich möchte da gar nicht so viel sagen, außer dass ich eigentlich deine Wertung hier bestätigen möchte. Okay. Ja, cool. Ja, das war's schon. Ich habe auch was ganz Kurzes. Ich spring mal hier rein. Ich habe nämlich vorhin gerade Catwoman geguckt, das lief im Fernsehen. Und den habe ich damals nie gesehen gehabt. Der mit Halle Berry oder was? Weil ich mag ja Halle Berry überhaupt nicht. Mhm. Und der lief aber hier auf Sky irgendwas, Superhelden HD oder sowas. Und ich wollte bis zu dem Moment schauen, wo sie dann zum ersten Mal als Catwoman, bis dahin war es schon schwer erträglich, diesen Film überhaupt zu schauen, bis sie zum ersten Mal hier wirklich Catwoman ist und sowas von Banane, also wie das da passiert, passieren Sachen. Ihr könnt euch doch an die 1000 Lotzbubble erinnern, ne? Wo die Frau außen auf dem Sims steht und so, ey, da ist frisch gestrichen. So eine Szene gibt es hier auch, weil da ist sie in ihrem Mietshaus und da ist oben eine Katze irgendwo und sie steigt, also sie versucht sie anzulocken, die reagiert nicht, die Katze, was halt Katzen so machen, ne? Die sind ja ein bisschen, sind ja keine Hunde. Und dann steigt die außen auf den Fenstersims, ne? Oh, ey, klattert, völlig blödsinnige Szene. Und die Effekte waren sowas von scheiße, da ist die dann in irgendeinem Schmuckdings, da passiert gerade ein Raub, ey, das sieht aus wie Super Mario, der da rumspringt, ne, die Effekte. Ey, ganz schlimm. Ich habe es auch nicht zu Ende geschaut, deswegen gebe ich auch keine Wertung. Ich möchte nur nochmal erwähnen, dass meine Vorbehalte gegen diesen Film haben sich da lediglich bestärkt. Also ich hätte ihn gar nicht erst gucken sollen. So, Kate, jetzt bist du dran. Ja, zu schlechten Filmen kann ich auch noch was sagen. Oh. Ich habe auf Netflix den Film Sierra Burgess is a Loser angeguckt. Der sah vom Trailer her ganz süß aus. Netflix-Produktion. Dachte, ja gut, eigentlich mal wieder ein Teenie-Film, den ich angucken kann. Hatte ich irgendwie Lust drauf. Worum geht's? Sierra Burgess is a Loser. Ist einfach so. Sie ist einfach total der Loser in dem Film. Sie spielt in der Highschool-Kapelle und macht sich auch überhaupt nicht irgendwie hübsch. Das ist der total egal, was die anderen auch von ihr denken. Sie macht einfach ihr Ding. Sie ist sehr clever. Also sie ist sehr intelligent, ihre Eltern sind auch beide irgendwie, glaube ich, Pianisten oder irgendwie sowas. Also sie kommt auf jeden Fall aus einer talentierten Familie und die unterstützen sie auch bei allem, was sie tut, auch bei ihrer Art und Weise, wie sie mit ihrem Leben umgeht. Auf jeden Fall hat sie natürlich einen Schwarm, den sie süß findet, und zwar den Jamie. Und dann gibt es natürlich auch die Böse in der Schule, da gibt es so ein Mädchen, das ist total gemein, die heißt Veronica. Und ist die hübscheste, aber auch gemeinste Schülerin. Und die Sierra wird halt auch immer von ihr gedisst. So. Und dann eines Tages spricht der Jamie die Veronica an. Und da ja der Jamie total unter ihrem Niveau ist, gibt sie ihm eine falsche Nummer. Und zwar die Nummer von Sierra Burgess. Also fangen die beiden an zu schreiben und ziemlich schnell merkt die Sierra, dass er gar nicht weiß, wer sie ist, sondern dass er sie für die Veronica hält. Aber oh, da sie ihn ja süß findet, schreiben die miteinander. Und dann geht es darum, jetzt wollen die sich ja aber auch mal treffen. Ja? So. Also muss Sierra die Veronica auf ihre Seite ziehen, damit die zu den Dates geht. Das klingt sehr nach das schönste Mädchen der Welt. Ah, es ist ganz, 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 ganz schlimm. Also es ist tatsächlich gut gespielt. Also ich muss sagen, die Schauspieler, super Sache. Ja. Die Story, naja gut, ist halt ein Teenie-Scheiß. Ne? Aber ansonsten ist der Film einfach nur Banane. Weil es funktioniert halt vorne und hinten nicht. Ne? Die beiden Mädels haben komplett unterschiedliche Stimmen. Das heißt, der Typ muss echt eine Vollpfeife sein, dass er nicht erkennt, dass er mit zwei unterschiedlichen Mädchen spricht. Ja, weil die Sierra telefoniert mit ihm, die Veronica FaceTimet mit ihm und treffen sich. Und
Er merkt es nicht. Ey, das klingt also, echt wie das schönste Mädchen der Welt. Weil das da, ist total abgefahren. Weil da hat der eine mal telefoniert und der andere ist dann halt zu den Treffen gegangen. Ja, irgendwie schon. Vielleicht ist es ist das schönste Mädchen der Welt die deutsche Version von Sarah Burgess is a Loser. Also ich habe mich echt schwer getan, den Film bis zum Ende zu gucken. Er ist gut gemacht, das wollen wir mal nicht sagen. Ja? Ich bin einfach nur die falsche Altersgruppe wahrscheinlich dafür. Und die Schauspieler sind auch in Ordnung. Ja? Also die spielen das auch gut, keine Frage. Aber ansonsten, für mich war der Film total Banane. Ja, ich tue mich auch schwer, ihn zu bewerten, weil ja, ich glaube, wenn ich 16, 17, 18 wäre, fände ich den Film cool. Jetzt finde ich ihn nicht mehr so witzig. Dann darf ich kurz da auch was zu sagen? Ja. Ich habe ja tatsächlich 2-3 Minuten von dem Film auch miterleben dürfen. Ja. Und was mich absolut abgeholt hat, ist die Cheerleader-Serie, die Cheerleader-Szene, wo die Cheerleader irgendwas anfeuern. Ja. Und es ist Granat und es ist unten übersetzt, aber so granatenmäßig falsch und was, ja, aber das Problem anderes. Ist ja, das ist ja die Cheerleader-Szene ist ja von Englisch auf Deutsch synchronisiert und hat dann noch einen falschen deutschen Untertitel. Genau, also es ist so nach dem Motto, okay, wir synchronisieren das nicht, wir machen den Untertitel rein und oh, ich habe eine Idee, wir synchronisieren diese Szene doch noch, aber lassen den Untertitel drin. Und dann schreien die oben, schießt ein Tor und unten steht nur der VfB, so in dem Motto. Also komplett Banane. Es ist komplett bescheuert. Du kannst da nicht mitlesen und das da hören, was die singen und du denkst nur so, hä? What the fuck? Und ja, das war dann für mich der absolute Genickbruch, diesen Film weiterzugucken, weil das sind so Kleinigkeiten, wenn die schon überhaupt nicht passen, dann kann der Rest noch so gut sein. Das macht alles kaputt. So wie von mir. Mehr kann ich zu diesem Film nicht sagen. Okay. Ja. Erik, ich empfehle dir diese Szene, diese explizite Szene anzuschauen. Ach, ich weiß nicht. Nur diese Szene, dann weißt du über den Film alles. Lebenszeit ist zu schlecht für schlechte Filme. Du hast in Catwoman reingeschaut, dafür hast du auch noch Zeit. Der lief heute früh beim Frühstück. Also wir haben ausgiebig heute gefrühstückt. Und da du kannst ja einfach mal das Tablet deines Vertrauens aufstellen, zu Netflix hinsurfen und da kurz gucken. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab gerade Ozark, die zweite Staffel, da durchgeschaut gehabt bei Netflix und war da sehr angetan. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas antue. Wie sieht es da punktemäßig aus? Hast du schon was gesagt hier? Ich tue mich echt schwer. Ich glaube, er hat mehr Punkte verdient, als ich ihm gebe. Ich gebe ihm durchschnittliche 5. Oh. Ja, aber ich befürchte, dass er sich einfach das falsche Publikum für den Film wird. Okay. Naja, der Chris hat auch noch einen. Ja. Den kenne ich auch, den Film. Den hast du gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Barry Seal, Only in America. Ah, ja, Barry Seal. Barry Seal ist Pilot und kein schlechter und kriegt ein unglaubliches Angebot. Er soll nämlich wohin fliegen? Zu Pablo Escobar, ne? Kolumbien? Nach Kolumbien, genau. Mir hat gerade das Land gefehlt, Entschuldigung. Soll nach Kolumbien fliegen und zwar im Auftrag des CIA. Er wird also rekrutiert, um da was zu machen. Verdeckte Operation, das macht er, ist alles so ein bisschen freundet sich dann allerdings tatsächlich mit dem Trupp um Pablo Escobar an und erledigt auch für die Geschäfte. Das heißt, statt illegal dahin zu fliegen, fliegt er auch ganz illegal zurück. Und schwuppdiwupp werden aus einer Mission werden mehrere, er rutscht immer tiefer da rein in diese Sache, irgendwo befindet sich irgendwo zwischen CIA, FBI, dann natürlich dem Drogenkartell um Pablo Escobar, dann Guerillakämpfern in Nicaragua, die sind auch noch drin und überall ist Barry Seal mit drin. Er und Haufen Geld überall. Geld zugeschissen, wirklich. Das erinnert an Ozark, wo wir nicht wussten, wohin mit dem Geld hier. Ja, richtig. Also die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Also er vergräbt es im Garten. Er kauft Lagerhäuser und alles und bunkert da Bargeld. Also unfassbar. Ich glaube, wenn man jetzt das Grundstück rumgraben würde, wo das alles war, man würde immer noch Geld finden. Also richtig, richtig herrlich. Ich bin ja kein wirklicher Tom Cruise-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur in diesem Film, ich fand ihn richtig cool. Also der Film hat richtig Spaß gemacht. Es ist so aberwitzig.
was da alles passiert, wo das ganze Geld herkommt, wie er immer tiefer reinrutscht, wie er dann wirklich da auch voll der Checker wird, wie er da auch aufsteigt, wie er dann zum Spielball wieder wird von Gerichten und Geheimdiensten, wie sie ihn dann fallen lassen, wie er wieder rauskommt. Es ist herrlich, es ist wirklich herrlich. Und was ganz arg schlimm ist eigentlich, ist, dass das alles auf einer wahren Geschichte beruht, weil Barry Seal gab es ja wirklich. Und was wirklich da alles passiert ist und so, das weiß keiner so ganz genau, nur halt die Chance, dass es im Endeffekt wirklich so war, ist gar nicht mal so gering, würde ich sagen. Wie siehst du das, Erik? Gut, da bin ich jetzt nicht so der Insider, ob das jetzt wahr war. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es funktioniert hat, weil damals war ja alles noch wenig überwacht und die CIA, dass die, was weiß ich, gab es ja in Vietnam auch, gibt es auch einen Film drüber mit Mel Gibson hier, Air America und sowas, ja. Dass die da Drogen, also ihre eigenen Leute mit Drogen versorgt haben, damit sie da irgendwie sich ein bisschen ablenken können oder sowas und trotzdem weiter kämpfen, ohne dass sie aufmucken. Ja. Das ist ja durchaus bekannt, ja, und gerade da, ich meine, was da unten in diesem Gebiet da von Südamerika hochwärts da über Florida zum Beispiel alles reingekommen ist, das war ja sowieso irre, welche Mengen da mit Schiffen, mit Flugzeugen und so, ja, was jetzt wahrscheinlich immer noch mit U-Booten oder irgendwas ist. Kann gut sein, ja. Das ist halt, wenn auf der einen Seite der Markt ist und auf der anderen Seite die Produktion, ja, ich meine, schafft sich das schon irgendwie Wege. Ja, aber ja, schon. War lustig, war charmant, ja, der Film. War super charmant. Also wie gesagt, so wenn man bedenkt, es kann wirklich alles oder einen großen Teil bestimmt auch so abgelaufen sein, das ist einfach nur noch skurril ohne Ende. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt hinten raus jetzt die ja auch verklagt wurden, weil es zum Flugzeugabsturz kam. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast bei den Dreharbeiten. Da sind zwei Leute gestorben. Oh, scheiße. Ja, ja. Deswegen gibt es da auch noch. Also gab es 2016, gab es eine Klage, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das noch ist. Das finde ich ein bisschen schade, dass das sowas überhaupt da passiert ist. Also das, schade, 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 wirklich schade. Trotzdem, Barry Seal, den Film, kann man tatsächlich mal anschauen. Also das sind jetzt, für mich ist das keine vergeudete Lebenszeit, wie jetzt gerade eben du das gemeint hast. Das sind 115 Minuten, die gehen auch relativ schnell rum, weil es einfach wirklich Spaß macht, dazu zu sehen. Und man denkt so, was zur Hölle, was macht denn der alles mit dem Geld? Und wohin mit dem ganzen Geld? Also es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er einen kompletten Anzug aus Geld getragen hat, irgendwie sowas. Die haben ihn wirklich zugeschissen mit Geld, also das kann man nicht anders sagen. Und ja, ganz, ganz cool gespielt. Von mir, Barry Seal, recht weit vorne dabei, kriegt 7 Punkte und das ist sehr, sehr solide. So ein bisschen wie Ozark auch, ja. Das ist ja ähnlich, wobei aber Ozark ja sehr, sehr düster ist. Und ich wollte gerade sagen, nur nicht ganz düster. Also. Hier ist halt wirklich so eine total charmante Geschichte, die irgendwie, wann spielt das, in den 80er Jahren oder so, ne? Wo halt damals noch alles so ging, da war das jetzt noch nicht so mit Flugüberwachung, da konntest du halt wirklich noch dich frei bewegen. Das ist so ein Gefühl von Freiheit, ja, das war halt damals so, da musstest du eben noch keine Schuhe ausziehen, wenn du in ein Flugzeug gestiegen bist und ja, heutzutage, ja, da wird halt alles extremst kontrolliert und ist alles geregelt und überwacht und sowas, das ist, ja, cooler Film, kann man mal gucken, also der, warte mal, ich schau mal hier, ob bei wer streamt es, ob der irgendwo noch außerhalb, bei Sky müsste gerade laufen, ne? Ja, aber außerhalb von Sky irgendwo läuft. Nee, wenn er gerade bei Sky läuft, dann eher nicht. Das weiß man nicht, ist ja schon etwas älter, der Film jetzt. Warte mal, Fernsehen, Gratisinhalt. Nee, ist gerade nirgends gratis verfügbar. Okay, naja, da muss man halt dann warten, bis der irgendwo mal läuft. Ich habe übrigens mal recherchiert, ich habe den Film besprochen in unserer Weihnachtsausgabe 2017. Am 24. September 2017, da hatten wir auch... Weihnachtsausgabe am 24. September. Dezember, Entschuldigung. 24. Dezember 2017, da war unser Sneakfilm Das Leben ist ein Fest. Aha. Ja. Genau. Das ist die Nummer. Steht die hier irgendwo? Nee, hier nicht. Warum nicht? Ach, hier. 497. Jo, okay. Barry Seal, Empfehlung von uns. Und wir haben auch noch was zu empfehlen, nämlich einen Trailer, den ihr auch geschaut habt. Und wir gucken mal so in die allgemeinen Kino-News jetzt rein. Ein Trailer, der hat jetzt
in den letzten Tagen doch ein bisschen Aufsehen erregt, so in meiner Filterbubble, nämlich von X-Men Dark Phoenix. Und wie findet ihr das? Jetzt frage ich euch mal zuerst. Ihr seid ja hier die Superhelden- und Comic-Experten und Marvel sowieso. Und ich fange mal an, nichts zu sagen. Okay. Das ist immer so schwer, wenn du sagst, wie findet ihr das? Sollen wir dann beide gleichzeitig antworten? Du musst schon konkret jemanden ansprechen. Da muss halt jemand, dem es mehr am Herzen liegt, einfach mal das Herz fassen und hier mal loslegen. Also ich fange jetzt mal an. Ich fand ja die Geschichte um Jean schon in den ursprünglichen X-Men immer sehr, sehr interessant. Ich wollte da immer mehr sehen. Und als dann diese junge Generation, diese Vorgeschichte immer kam und dann auch die Jean mit dieser wunderbaren Schauspielerin besetzt wurde, war ich sehr, sehr happy. Und deswegen freue ich mich, ja, Sophie Turner, deswegen freue ich mich jetzt auch tatsächlich auf Dark Phoenix. Ich finde den Trailer, der sieht schon ziemlich gut aus. Also ich glaube, der Chris ist da ein bisschen anderer Meinung. Aber ich hätte ja schon, also ich finde, der Trailer macht schon Bock auf mehr. Auch vor allem, das ist ja auch das Startbild, wenn da ist dann Sophie Turner und dann kommt von hinten in ihrem Gesicht wie so rote Blitze. Das sieht schon fett aus. Ich habe da schon Bock drauf. Ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz angetan gewesen von dem Trailer. Für mich ist es wirklich so, es ist ein X-Men-Film. Das heißt, wir beladen ihn wieder mit ganz arg vielen Charakteren, mit ganz arg vielen guten Schauspielerinnen und Schauspielern. Und ich finde, so eine Schlüsselszene im Trailer ist es, wo jetzt Michael Fassbender sagt, oh ja, du entschuldigst dich immer für irgendwas und du hältst immer eine Rede und keinen interessiert's. Das sagt er in Richtung Xavier und also James McAvoy, wie wird es ausgesprochen? McAvoy. Ja, ich habe gelernt, einfach Sachen ganz schnell aussprechen, dann klingt es richtig. Also James McAvoy und so lernst du doch Französisch einfach. Also, oh, mon chéri, c'est la trottoir. Oh. Oui, oh, tout le français mange le fromage. So, und er ist ziemlich vollgepackt wieder und mich hat es im ersten Moment jetzt noch nicht abgeholt, weil ich ein wenig die Angst habe, dass trotz dieser unzähligen Comic-Vorlagen, die sie haben, dass ihnen die Ideen ausgehen. Und das ein bisschen ausgelutscht und abgewirkt, wirklich ausgelutscht wirkt und nicht mehr so frisch daherkommt. Das ist so im Augenblick meine Angst, die ich nach diesem Trailer verspüre. Deswegen bin ich da noch etwas nicht so angetan, sagen wir es doch so. Ich muss jetzt mal noch eine Frage an euch Experten, das ist jetzt nur so Halbwissen gefährliches bei mir. Das ist das nicht der letzte Film jetzt, der von diesem Studio gemacht wird, bevor die Rechte dann weitergehen zu dem anderen da, die anderen Marvel-Filme machen? Irgendwas war doch da, ne? Ich glaube, ja. Irgendwas hatte ich im Hinterkopf bei diesem Film, dass das quasi der letzte von dem einen sein soll und dann geht's zu dem anderen. Irgendwas. Naja, gute Frage. Auf jeden Fall, ich mag die Sophie Turner nicht, sorry, ey. Das ist für mich der weibliche Nicolas Cage in Jung. Also die hat doch nur wirklich schon die Szenen bei Game of Thrones immer, die hat immer die gleiche Art, immer so ein verzicktes ich kann die nicht ab, ey. Ich kann die echt nicht ab. An sich, der Trailer an sich ist jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, wow, was ist denn hier? Und das erwarte ich einfach von so einem Superheldenfilm, dass da irgendwas dabei ist, wo ich irgendwie so, wow, aber hey, da fliegen Autos in die Luft, ja. Naja, ganz nett. Also normalerweise zeigen sie ja in solchen Trailern mal irgend so einen Money-Shot, wo du sagst, boah, das ist eine geile Szene oder so. Da erinnert man sich häufig ja später nur noch nicht mehr an die ganzen Filme, sondern nur an irgendwelche Szenen aus dem Trailer, die bestimmte Einstellungen drin hatten, die dann wirklich ein Kracher waren. Aber hier, ich weiß nicht, also ins Kino zieht mich das definitiv nicht. Was? Nee. Also während hier bei, was weiß ich, Ant-Man and the Wasp oder sowas, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, oh geil und so. Ah, hier, oh nee. Also selbst bei Venom,
Also die eine Szene, wo der da in der Tankstelle oder in dem Laden steht und wo der sich dann so halb verwandelt und dann so das Gesicht so halbiert ist und er redet dann, ey, sowas zieht mich ins Kino. Was sag ich, oh, da will ich mehr davon sehen. Aber hier, da war irgendwie nichts drin. Nichts. Wo ich gedacht hätte, boah, cool. Ja, sorry. Deswegen alles gut. Wollte ich euch erstmal, weil ihr seid ja mehr angetan davon, bevor ich... Aber ich bin dann ganz froh, dass das vielleicht dann zu einem anderen Studio wechselt und dann die das eigentlich nochmal komplett neu rebooten und nicht mit denen weitermachen. Was? James McAvoy ist sehr geil besetzt. Das stimmt. Das ist aber auch ein Licht, das einzige Licht in dieser Dunkelheit. Von den anderen habe ich irgendwie schon viel zu viel gesehen. Irgendwie, weiß nicht. Aber X-Men war eh noch nie so meins. Ist halt so, außer wo Captain Picard da. So, jetzt will ich auch mal ein paar Kommentare hören hier. Nein, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Das ist halt wirklich, Sophie Turner. Weiß nicht. Findest du die richtig gut, oder? Ich? Ja? Also ich finde die schon cool. Das ist halt Geschmackssache. Ich finde die schon cool. Ich finde die auch in Game of Thrones cool. Ich finde die besser wie ihre Schwester. Also rollenmäßig, ja, weil es gut geschrieben ist vielleicht, aber so von der Art, ja, nicht so rollentechnisch, als Schauspielerin. Auch, die geht mir weniger auf den Nerven als ein paar andere Charaktere. Jetzt schau dir den Trailer nach der Sendung nochmal an oder kannst ja währenddessen jetzt mal laufen lassen ohne Ton und achte mal auf, wie viele verschiedene Gesichtsausdrücke sie hat. Sie hat ungefähr denselben Blick, den Nicolas Cage immer hat. Das ist so eine Mischung aus ernstem Hundeblick, würde ich es mal sagen. Ist das geil. Entschuldigung. Du tust gerade so, als wäre die Rolle mit Kirsten Stewart besetzt. Die hat kein Gesichtsmimik. Die kann nur in eine Art gucken, und zwar mit halb geöffneten Lippen und traurigen Augen. Wir reden hier von Sophie Turner. Das ist Kirsten Stewart. Das war ich gerade gedanklich bei Kirsten Dunst. Aber nee, Kirsten Stewart. Hey. Kirsten Stewart kann ich auch nicht leiden. Naja, warte mal ab. Der Film kommt übrigens, den haben sie jetzt noch ein bisschen nach hinten. Der kommt jetzt erst am 7. Juni 2019. Womit wir auch schon so ein bisschen bei den Verschiebungen sind. Da hatte mir der Martin ein paar Sachen geschickt gehabt. Nämlich Alita Battle Angel kommt jetzt doch nicht Weihnachten ins Kino. Über den Film hat man schon gesprochen, über den Trailer, sondern erst am 14.02.2019. Dafür kommt aber Deadpool 2 nochmal ins Kino an Weihnachten. Und zwar nicht in der Version, die wir gesehen haben, sondern in einer jugendfreien FSK 12 Version. Ich weiß nicht, was wir da... Also in den USA ist eine PG 13. Da werden die ganzen Fucks und sowas, die ganzen Sexszenen waren ja, glaube ich, nicht so viel drin, aber die ganzen Sexreferenzen werden entfernt und dann kommt er nochmal ins Kino. Ob man sich da einen Gefallen tut damit? Sagt er wahrscheinlich statt Fuck, ach Mann! Ach Mist, ach Mist, ach schade, sagt er dann im Deutschen. falls da überhaupt da, also weil in Deutschland hat man ja naturgemäß eher ein Problem mit Gewalt als mit Sex und solcher Sprache. Weiß ich nicht. Also für uns auf jeden Fall kein Pflichttermin, würde ich sagen. Und höchstens mal vielleicht aus Interesse, wenn der dann mal auf Sky läuft, mal so ein oder bei Schnittberichte, mal schnittberichte.com mal nachlesen, was für Schnitte gab. Das habe ich auch mal getan. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass Deadpool auch im Fernsehen läuft bei Pro7. Ich habe es tatsächlich mal laufen gehabt, während ich dann die letzte Sendung bearbeitet habe und fertig gemacht habe für das Publishen. Ich habe jetzt hier gerade schnittberichte.com offen und die haben diese Pro7-Version mal unter die Lupe genommen. Also von den 90,03 Minuten, die der Film im Original hat, sind noch 89 Minuten und 2 Sekunden übrig geblieben. Es sind insgesamt 65 Schnitte und damit 7, nee Quatsch, das kann ja nicht stimmen, wenn die sagen 7 Minuten und 42 Sekunden sind rausgefallen, kann ja nicht... Ach so, ohne Abspann. Ach so, die haben die Netto-Laufzeit bei Pro7 gemessen. Das sind 90,03 Minuten und original hat der Film mehr. Genau, und ohne Abspann 89,02 und 7 Minuten 42 wurden rausgeschnitten. Es wurde auch das Bildformat beschnitten, denn von einem anamorphen Widescreen wurden 16:9, also wurde links und rechts was weggeschnitten. Also, kurz gesagt,
ProSieben zumindest zur Primetime nicht empfehlenswert zu schauen, aber nach dem Film lief auch ein kurzer Trailer, so nach dem Motto, wenn ihr den Film ungeschnitten sehen wollt, dann schaut doch dann und dann nochmal rein, weil die haben dann die Uncut-Version angekündigt, die irgendwann später, irgendwie 22 Uhr noch was läuft. Außerdem haben sie, was ich ganz okay fand noch, haben sie den Abspann weggeschnitten, sodass man nur die Zwischenszenen, diese Nachabspannszenen hintereinander weggesehen hat. Also da geht der Deadpool so ins Bad, in seinem Bademantel, so was, und seid ihr noch da und so, ihr könnt euch bestimmt erinnern, ne? Ja, da musste man halt nicht lange warten, bis das kommt, sondern das kam halt dann direkt gleich, nachdem es zu Ende war. Jo. Am besten Blu-ray empfehlenswert, wenn man das gucken möchte. Ach ja, eine News habe ich auch noch. J.J. Abrams hat ja ein neues Filmprojekt am Start, was seit einiger Zeit so ein bisschen immer mal wieder hochkocht und marketingmäßig, und dann wieder hört man wieder gar nichts mehr. Und es handelt sich um Operation Overlord. Und das ist ein Film. Ich lese mal so den ersten Teil der Geschichte vor. Die Alliierten landen 1944 in Nordfrankreich, um die Sowjetunion an der Ostfront zu entlasten. Und diese Operation Overlord war der Deckname für diese kriegsentscheidende Mission. Und da landen ein paar amerikanische Soldaten hinter feindlichen Linien, nachdem ihr Flugzeug abgeschossen wurde. Und in einem kleinen französischen Dorf sollen sie einen Radarturm zerstören, damit ihre Kameraden am Strand die nötige Luftunterstützung erhalten können. Aber dann machen sie eine grauenvolle Entdeckung, nämlich in den Kellergewölben unter dem Turm haben die Nazis ein Labor eingerichtet, in dem sie grausame Menschenexperimente durchführen. Und der Film ist auch kategorisiert als Zombie-Nazis oder sowas. Also mal sehen, J.J. Abrams, ja, mal gucken, wann wir den dann, welchen Weg der dann überhaupt nimmt, ob der die Abwägung ins Kino schafft, ob er irgendwie dann direkt bei Netflix landet. Also zumindest hat er mal einen Starttermin, aber das hat ja heutzutage fast nichts mehr zu sagen. Also am 8. November 2018 soll er sogar in die deutschen Kinos kommen. Ich bin da gespannt, ob das passiert. Also für mich wäre, also wenn er ins Kino kommt, gehe ich da rein, weil Nazi-Zombie ist, da bin ich dabei. Dass allein schon diese zwei Worte in Kombination bring mich da ins Kino. Das sieht so nach hochklassigem Trash aus. Für euch was? Oder eher nicht? Ja. Oh. Oder mal The Sneak. Ey, das wäre doch ein geiler Sneak-Film. Ey, Nazi-Zombies in der Sneak. Das wäre doch ein Ding. Naja. Aber wir können ja mal schauen, was diese Woche so anläuft und in Kinocharts vertreten ist. Kinocharts und Neustarts. Nämlich jetzt am 4.10. läuft an A Star is Born. Da hatte ich ja den Trailer gehabt Das schönste Mädchen der Welt lief der Trailer. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Also von Bradley Cooper gedreht, mit Bradley Cooper und Lady Gaga und Sam Elliott. Könnte ganz gut werden. Dann, was läuft noch bei uns an? Ohne Wiederaufführung von. Ist das eine Wiederaufführung? Ach nee, ist ein neuer Film. Sieht aus. Kennt ihr den alten aus der Videothek, den alten Film Die Klasse von 1984? Ja, sagt mir was. Und da gibt es jetzt hier ein Cover. Ich dachte erst, das wäre jetzt der Film Summer of 84. Ein Thriller ab 16 Jahren mit lauter unbekannten Darstellern. Startet am 4.10. Sieht so aus wie so eine Art Remake von Klasse von 84. Was ja ziemlicher Klassiker ist. Ich kenne halt Klasse von 84, weil... Warum? Was sagt es mir? War in der Videothek meistens so im unteren Regal. Ja, aber war... ziemlich abgefahren. War Jeff Fox dabei? Ich glaube ja, ne? Ah, jetzt sehe ich gerade dein Meme-Picture, was du hier... Wo kommt das? Hast du das gemacht oder ist das... Das habe ich gerade nebenher gemacht, ja. Ach so, ich dachte schon, das geht schon viral oder sowas. Das verpasse ich gerade. Das musste der Kate auch mal schicken. Habe ich doch. Müsst ihr eigentlich beide bekommen haben. Im Chat bei Skype. Sorry, liebe Zuhörer. Ich kriege hier gerade ein Bild von Nicolas Cage, der übrigens hier seinen zweiten Gesichtsausdruck zeigt, den er kann. Oh Mann, Erik, so echt. So eine Art Lächeln. Jetzt ist es irgendwie weg, das Bild. Wo ist denn das hin? Oh. Jetzt, nachdem ich es gesehen habe, ist das jetzt so eine Art Snapchat geworden hier.
Irgendwie ist es weg, ich sehe es nicht mehr. Naja. Und da steht da, Nicolas Cage wurde bei den Dreharbeiten gesichtet zu X-Men. Das musste nachher mal vertwittern, dass ich es mal retweeten kann, ja. Wir sind aber immer noch bei den Neustarts. Irgendwie, das läuft nicht an, das läuft nicht an. Irgendwie läuft fast gar nichts an bei uns hier. Warum nicht? Bestimmt wegen Fantasy Filmfest oder so. Wolfsblut läuft noch an, ein Animations- und Zeichentrickfilm ab 6 Jahren nach dem Roman Wolfsblut von Jack London in 3D animiert. Ja, das war's jetzt schon. Und ich guck mal in die Kinocharts rein hier in Stuttgart. Oh, ich habe schon Platz 1 gesehen. Platz 10 ist Searching. Den kann ich nochmal wärmstens empfehlen. Der hat uns in der Sneak sehr, sehr begeistert. Ein Bildschirmfilm mit John Cho. Platz 9 nur noch Predator Upgrade, zu Recht gefallen. So ein blödsinniger Film. Platz 8 Ballon über die Flucht aus der DDR in einem Heißluftballon. Platz 7 Book Club, das Beste kommt noch. Platz 6 Patterson und Findus, Findus zieht um. Platz 5 Das schönste Mädchen der Welt. Platz 4 The Nun. Platz 3 Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Platz 2 Die unglaublichen 2. Platz 1 leider Stuttgart. Klassentreffen 1.0. Oh. Unglaubliche Reise der Silberrücken. Oje, oh ich dachte hier, wir zeigen wenigstens mal, dass das Ländle ein bisschen Qualität aufweist bei Kinobesuchen. Aber leider ist es nicht der Fall. In den USA ist dieser Film mit diesen mit den Uhren hier auch Platz 1 sogar. Im Englischen heißt es The House with a Clock in its Walls. Platz 2 ist A Simple Favor. Was ist denn das für einer? Mal gucken. Von Paul Feig. Nur ein kleiner Gefallen heißt er dann. Ach, das ist der mit Dings hier, mit Anna Kendrick hier, dieser Film. Worum ging es da? Da hat man auch schon mal in den Trailer gesehen, ne? Hm. Ja, nur ja. Da ja. ging es um das Kind mit hier. Ich passe auf mein Kind auf und dann haut's ab. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war's. So Serien und Games haben wir nicht mehr. Bei der Kate klappt gerade irgendwas mit Studio Link. Technische Schwierigkeiten. Okay, Chris, dann machen wir jetzt noch weiter. So viel ist es ja jetzt nicht mehr. Okay. genau, wir haben ja jetzt keine sonstigen Themen, keine Serien, was ja immer der Kate ihr Metier war. Und wir hatten aber ein paar Kommentare, auf die werde ich mal gerade noch einen Blick werfen. Nein, Kommentare? Ja, tatsächlich, nachdem ich das letzte Mal ja ein bisschen eingefordert habe. Denn eigentlich hast du rumgenölt. Die genau, rumgepöbelt. Die Steff hat geschrieben, wir haben fast nur Filme vorgestellt, die sie überhaupt nicht interessieren. Das schönste Mädchen der Welt fand sie ja auch nicht so schlecht, allerdings nicht so gut wie Erik, ja. Ich bin halt so romantisch veranlagt, das ist halt. Sie hat 6 von 10 gegeben und Columbus Circle würde sie interessieren, aber sie schreibt noch, der läuft hier ja nirgends. Ja, das war ja auch ein Fernsehfilm, deswegen, ich hatte es ja auch nochmal in der Antwort geschrieben. Den gibt es in diversen Streaming-Portalen oder bestimmt auch irgendwo im Fernsehen. Vielleicht einfach mal, wenn ihr als Fernsehprogramm-Seite kann ich sehr Klack empfehlen, klack.de, also wie das Geräusch, wenn man irgendwie, ja, wenn was klackt halt, ne, klackt hier. Wenn es so ein Knochen bricht. Nee, das macht eher Krack. Achso, das ist ein Krack. Nee, einfach Klack, wie wenn eine Tür ins Schloss fällt oder so. Gelenk raushüpft. Ja. Und da gibt es einen Schnellsucher, das werde ich gleich mal probieren. Columbus. Mal gucken, ob das irgendwo. Nee, läuft gerade nirgends, aber die Seite ist empfehlenswert. Die ist nicht so überfrachtet mit Werbung wie manche anderen Geschichten. So. Genau, jetzt habe ich die. Ach, hier. Genau. Jumanji 2 ist sie. Absolut andere Meinung. Sie fand den ganz schrecklich, so schrecklich. Wie kann man nur den alten Film so verraten? Das hat sie wütend gemacht. Durch Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, die sie allesamt mag, bekommt der Film einen Humor unter der Gürtellinie. Oh nein, das Mädel hat nun einen Penis. Die sie allesamt nicht mag. Die sie nicht mag. Ach so, okay, sorry. Allesamt also, nicht mag. Habe ich ja völlig ins Gegenteil verkehrt hier. Ja, ohne Witz hier. Fake News. Lügenpresse. Oh nein, hören das Mädel. Hören Sie auf, mich zu filmen. genau. Oh nein, das Mädel hat nun einen Penis. Da wird doch tausendmal drauf hingewiesen. Ja, das ist doch interessant. Ja, das klären wir jetzt polizeilich. Das hat mich echt wütend gemacht. Das hat absolut nichts mit Jumanji und dem großartigen Robin Williams zu tun. Die Anspielungen auf den alten Film waren echt lächerlich und sie gibt nur 0,5 von
10 und das auch nur für die Landschaft, weil in Hawaii gedreht wurde. Wäre ein lustiger Film gewesen, wenn er nicht Jumanji heißen würde, aber selbst dann ist er nichts für sie. Hm. Und der Super Goofy geschrieben, erst ein Kommentar von der treuen Steph, hey Community, schreib was, es ist der Kinocast, das sind die Guten. Erstmal danke dafür, ich weiß jetzt nicht, wer die Schlechten sind. Ich glaube, alle anderen, die sich mit dem Thema Kino beschäftigen, sind ja per se schon mal die Guten. Ich würde mal sagen, alle. Nicht alle. Ja, meinst du nicht? Die irgendwie einen Podcast produzieren. Also wer sich die Mühe macht, einen Podcast zu produzieren oder eine YouTube-Sendung oder irgendwas über das Thema Kino. Ich gucke ja sehr viel auch, was so andere machen und was andere so für Meinungen haben. Finde ich immer ganz interessant. Tja, super Goofy, und dann schreibst du hier, schreib mal Kommentare und schreibst selber nur, schreib mal Kommentare. Super Goofy, was hast du denn so zum Beispiel zuletzt irgendwie gesehen im Kino oder Netflix oder irgendwas? Was fandst du gut, was fandst du schlecht? Schreib doch mal was. Jo. Dann sind wir eigentlich schon so mit den Kommentaren durch. Ich werfe mal einen Blick. Heute müsste ja meine Amazon-Liste funktionieren, hoffe ich mal. Jetzt muss ich bloß noch, hier oben muss ich das andere auswählen. Ich hoffe mal, dass der mir nicht wieder eine SMS schicken will. Irgendwie nimmt das überhand. Ich meine jetzt mit dieser Zwei-Klick-Authentifizierung hin oder her. Irgendwie nervt das. So, es lädt. Es lädt. Ein VH-Feinschraubendreher. Also vielen Dank an alle, die hier sich hier wiederfinden und die den Kinocast damit unterstützen. Eine SanDisk SSD Plus 240 GB. Ein Lithium-Ionen-Qualitäts-Akku, muss ich mal gucken, was das für einer ist, für einen Computer, genau. Was sind das? IgoStar Pomegranate. Pomegranate ist doch Granatapfel, ne? Der hat nur die Farbe von Granatapfel. Ist ein Standmixer. Ja, ein Standmixer. Und was ist das hier? iPhone X-Case. Oh, da hat sich jemand ein iPhone X geleistet. X-Case Monaco in elegantem Premium-Leder, 2-in-1 Lösung mit magnetischer und herausnehmbarer Handyhülle aus dem Lederetui, made in Europe. Ja, cool. Sieht ganz nett aus. So eine aufklappbare Hülle ist nicht so mein Ding. Ich mag die eher, wenn das einfach so zu ist, dass man es einfach rausziehen kann und sofort zieht, wenn man nicht erst aufklappen muss. Aber ja, vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben. Wer uns unterstützen möchte, damit hier die Sendung lange, lange noch weiterlebt, dann nutzt die Amazon Affiliate Links, wenn ihr was bestellt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch moralisch unterstützen mit Kommentaren zum einen oder mit Hinweisen auf diese Sendung, wenn ihr in irgendwelchen sozialen Medien aktiv seid. Teilt doch dort mal, wenn ihr irgendwie eine Sendung gefunden habt, die euch gefallen hat oder wenn ein Film dabei war oder weist andere Leute auf die Sendung hin. Manche wissen auch noch nicht, wie man so einen Podcast anhören kann. Wie das so funktioniert mit Podcast-Apps oder so. Ne? Wir sind halt nicht bei Spotify gelistet oder bei Deezer oder was es da alles gibt, wo man einfach so das hören kann. Ja. Müssen wir denn bei Spotify gelistet sein? Ich weiß nicht, das machen jetzt viele. Ich glaube, Spotify zahlt dafür auch ein bisschen Geld für den Content, wenn man da gelistet ist. Und das machen halt dann einige. Okay. Ich weiß nicht. So, ich probiere es nochmal mit der Kate. Geht nicht. Ich starte, glaube ich, gerade den PC neu. Ach so, na dann, wir sind ja eh jetzt durch. Ja, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Der Kate können wir nicht. Danke sagen. Danke ihr mal persönlich, bitte. Und danke, Kate. Sie hätte auch mal schnell rüberkommen können an dein Mikrofon da. Aber, ja, hätte sie, aber. Ja. Aber wäre Fahrradkette. Oder sie, wahrscheinlich guckt sie jetzt schon in der Zwischenzeit schon wieder staffelweise Serien. Hat schon wieder angefangen. Dann sehen wir uns morgen im Kino, wenn alles klappt, und mal gucken, was uns da erwartet. Liebe Hörer, lasst euch gut gehen, geht ins Kino, unterstützt die Kinobranche. Ach, war übrigens, wo wir im Kino waren, lief ein Trailer. Vielen Dank, dass Sie im Kino sind oder so und den Film jetzt nicht zu Hause angucken. Sollte man vielleicht eher auf den illegalen Plattformen als Werbung schalten. Gehen Sie doch lieber mal ins Kino oder so, anstatt den hier zu Hause anzugucken. Finde ich jetzt ein bisschen, ist genauso wie früher bei den DVDs, wo dann drauf stand, irgendwie Raubkopieren ist ganz böse, oder bei den Videos. Du hast das Video ja gehabt, ne? Also, naja, egal. Ja, also, ja. Mach's gut, Chris. Bis morgen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.
sehe ich hier nichts. So, was hatten wir? Wuff. Extra auf Soundboard gelegt, ne? So. Super. Sie hat wahrscheinlich auszusehen. Du brauchst so eine Musik für technische Schwierigkeiten. Also damals beim Radio lief dann immer, wenn irgendwas technisch nicht lief, Sabotage. Von Beastie Boys. Wenn du ja. Das kann ich machen, oder was haben wir hier? Auch nicht schlecht. Nee. Das passt auch nicht, der Hell 9000. So, ich krieg sie nicht. Wir kriegen Kate nicht mehr rein, leider. Passiert. Ja, passiert. Shit happens. Genau. Gut. Haben wir doch eine richtig schöne Sendung im Kasten. Lieber im Schlaf ein, nee, im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einstuhlen. Kommt nicht von mir, habe ich gestern bei Rocket Beans gehört. Ja, ist lieber im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einstuhlen. Genau. Das ist gut. Ich weiß schon, was deine Schüler nächste Woche zu hören kriegen. Ja, ohne Witz.